الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. في machen weiter إن شاء الله mit der Erklärung von den 40 Nawawi Hadithen. Und wir sind bei Hadith 17. Das Hadith ist sehr, sehr klar eigentlich, da braucht man nicht viel zu sprechen. Aber trotzdem. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qal inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa'idha qataltum fa'ahsinu al-qitlah وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم فن أبو يعلى شداد بن أوس رضو الله عليه der Gesandte Allahs صلى الله عليه وعلى وسلم sagte Allah hat vorgeschrieben alles gut zu machen wenn ihr nun tötet tötet recht Und wenn ihr schlachtet, schlachtet recht. So soll ein jeder von euch seine Klinge schärfen und sein Schlachttier zur Ruhe bringen. Ich denke mit Al-Ihsan hier alles gut zu machen. Allah hat das Gute bei allen Dingen vorgeschrieben. Könnte man nicht besser so sagen? Oder ist das sehr ausländisch? Die Güte oder das Gute? Allah hat das Gute bei allen Handlungen vorgeschrieben. Ist das nicht schöner? Oder klingt das sehr sächsisch? Schon deutsch. Schon deutsch. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Diese Bedeutung ist so schön. Al-Ihsan ist etwas, was vorgeschrieben ist in unserer Religion. Al-Ihsan bedeutet normalerweise in Ibadah, aufpassen jetzt. In Ibadah bedeutet Ihsan, dass du Allah so anbetest, als ob du Allah sehen würdest. Wenn du Allah aber nicht siehst, dann musst du wissen, dass Allah dich sieht. Al-Ihsan ist dieses Niveau, dass du nur Gutes versuchst. Wenn jemand auch dir Schlechtes macht, Du erwiderst das nicht mit schlecht, sondern mit gut. Und Al-Ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die schönste Ayah im Koran, eine der schönsten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna Allaha ya'muru bil ihsani wal adli wa ita'idhi al-qurba wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi. Übrigens, diese Ayah ist Grund für alle Menschenrechte und für alle Gesetze, die heute auch herrschen. Al-Ihsan, das Gute, Al-Adl, Gerechtigkeit und dass man wa-ita'idhi-l-qurba, das bedeutet, dass man die Beziehung zur Verwandtschaft pflegt, indem man auch ihnen ihre Rechte gibt. Wa-inha an-al-fahsha'i wal-munkari wal-baghi. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet das Verabscheuliche, die Sünde und die Ungerechtigkeit. Und was braucht man in diesem Leben außer diese Werte? Ich rede von Werten hier. Deshalb barakallahu fikum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah hat alles bei allen Dingen das Gute vorgeschrieben. Das heißt, du musst immer versuchen, das Beste zu handeln und das Beste zu praktizieren, das Beste zu praktizieren in deinem Leben. Und jeder Befehl in unserer Religion
ist das Gute. Und jedes Verbot im Islam ist für das Gute. Das bedeutet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas befiehlt oder verbietet, dann ist das das Beste für uns und nicht nur für uns Muslime, sondern für die ganze Menschheit. Weil Allah subhanahu wa ta'ala der Gott von allen Geschöpfen ist, subhanahu wa ta'ala. Deshalb, Al-Ihsan ist verschieden. Al-Ihsan, das Gute, ist verschieden. Al-Ihsan kann zum Beispiel in der religiösen Ausübung sein. Wenn du betest, dann betest du gut. Das kann in Wissen sein. Wenn du nach Wissen suchst oder Wissen verbreitest, dann machst du das gut. Das kann in Verhalten sein. Wenn du mit deiner Frau gut bist oder mit deinen Eltern gut bist oder mit deinen Kindern gut bist, das gehört alles dazu. Und Al-Ihsan ist auch mit einem Tier. Mit einem Tier. Indem du, wenn du das Tier tötest oder schlachtest, dass du dieses Tier zurecht schlachtest, tötest und dass du dabei dein Messer wirklich scharf machst. Nicht das Tier Schmerzen bekommt. Man sagt heute, das wäre Schlachten der Tiere, das wäre etwas, was schlecht ist. Wir sagen als Muslime, wir sind bereit, dies zu prüfen. Wir sind bereit, dies zu prüfen. Mit Technik und mit Geräten und mit Erfahrung und mit Experten. Ob nicht die beste Methode ist, um das Tier sozusagen am besten zu ruhen beim Töten des Tieres, ob nicht die islamische Art und Weise ist. Übrigens auch bei den Juden, bei den Christen allgemeinerweise ist das gleich. Wir sind bereit. Nicht, dass man denkt, ja, wir sind gegen Tiere und Anti-Tier-Welt und sowas. Nein, nein. Im Islam, wir müssen auch gut zu den Tieren sein. Und das ist auch Ihsan. Weil in unserer Religion, wir müssen gut zur Natur sein, wir müssen gut zu Menschen sein und wir müssen gut zu Tieren sein. Beispiel, nicht, dass man sagt, ja, was sagen wir da? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Stunde ausbricht und jemand von euch hat ein Kremling, ja, das bedeutet ein Samen oder eine kleine Pflanze. Ein Sprossling, barakallahu fikum, eine kleine Pflanze, was sozusagen zu klein ist, dann sollte man das pflanzen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einfach gesagt, wenn du einen Baum pflanzt und du bekommst für den Baum Lohn, wenn die Leute Schatten genießen, wenn Tiere davon essen und wenn Menschen davon essen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass wir Bäume einfach so schneiden. Deshalb, barakallahu fikum, wir sind gut zur Natur, wir sind gut zu Menschen und wir sind gut zu Tieren. Und unsere Religion verbietet uns, Tiere zu quälen und zu foltern, was wir heutzutage sehen in manchen Gebieten, wie die Tiere gefoltert werden. Und dann sagt man Tierrechte und Tierschutz. Tierschutz heißt nicht übertreiben. Und Tierschutz heißt auch nicht untertreiben, sondern dass man gemäßigt ist. Deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, verboten, dass man beim Schlachten dass ein Tier das andere Tier anschaut. Und das Tier, es ist besser in der Sunna, dass du das Messer dem Tier nicht zeigst. Und schau mal, wenn du schlachtest, dann sagst du Bismillah im Namen Allahs. Das wird, du beendest ein Leben von einem Lebewesen. Nicht in deinem Namen, sondern im Namen Allahs. Das wird, wäre das nicht erlaubt, dass wir dieses Tier töten oder schlachten dürfen, dann machen wir nicht. Aber weil Allah uns das erlaubt hat und Allah hat diese Tiere erschaffen. Und subhanallah,
Schaut mal, eine sehr schöne Aussage von Ibn Abbas. Der hat gesagt, Subhanallah, schaut mal, wie viele Schafe geschlachtet werden und wie die Schafe sich vermehren. Und schaut mal, wie eine Hündin, wie viele Hunde gebärt. Und trotzdem gibt es mehr Schafe als Hunde. Überlegt euch. Eine Hündin gebärt vielleicht 6 oder 5 oder 7. Ja? Und die werden nicht getötet, nicht geschlachtet. Ein Schaf gebärt ein Schaf. Oder sagen wir mal 2 maximal. Okay? Und es werden Millionen von Schafen geschlachtet. Und trotzdem, die Schafe sind mehr als die Hunde. Ist es nicht ein Wunder? Wir sollen uns überlegen, solche Sachen von unserem Propheten, als er das gesagt hat. Deshalb, barakallahu fikum, wir beenden nicht das Leben eines Schafes oder einer Kuh oder zum Beispiel eines Kameles, weil wir das beenden wollen, sondern das ist ein Nutzen für die Leute, damit sie essen und so weiter. Deshalb sage ich, der Prophet hier hat angefangen mit einem allgemeinen Gebot, dass man Ihsan in allen Dingen hat. Das wird in der Praktizierung der Religion, in Verhalten mit den Leuten, auch beim Schächten eines Tieres. Und sowieso töten, barakallahu fikum, dürfen wir nicht. Töten ist nicht eine Sache für uns, dass wir einfach die Leute töten. Und im Islam, wenn jemand deinen Vater tötet, dann darfst du nicht seinen Vater töten oder ihn töten, sondern du überlässt das den Richter. Wenn man sagt, es gibt keinen Richter, was soll ich machen? Dann musst du Geduld zeigen. Aber Selbstjustiz haben wir nicht im Islam. Haben wir nicht im Islam. Und sowieso, das ist nicht unser Thema, töten und so weiter. Deshalb reden wir eher, barakallahu fikum, über Schlachten, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt hat. Deshalb, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wenn man schlachtet, dann sollte das Messer scharf sein. Und da sollte man das Messer dem Tier nicht zeigen. Und da sollte das Tier nicht sehen, wie das andere Tier geschlachtet wird. Und wenn man schlachtet, dann sagt man Bismillah. Und dann schlachtet man für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die beste Methode, dass das Tier in Ruhe stirbt. Nicht, was man macht heutzutage. Auf jeden Fall. Wir reden vielleicht, das ist das Hadith allgemein. Deshalb, barakallahu fikum, wir reden allgemein über unsere Zeit. Und zwar, wie ist das mit dem Schlachten oder Schächten, was man heute macht, indem man erstmal das Tier betäubt und dann schlachtet. Dürfen wir nicht. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Das dürfen wir. Das ist nicht sozusagen voll islamisch konform. Aber solange das Tier nicht getötet wird, das heißt, das Tier wird zum Beispiel gebolzt. Es gibt 2 Meinungen. Manche sagen, mit Bolzen eines Tieres, das Tier wird getötet. Andere sagen, nein, mit Bolzen eines Tieres, das Tier wird nicht getötet. Okay, ich gehe mit. Ich gehe mit. Wenn das getötet wird, sowieso ist es verboten, weil das nicht geschächtet ist und wir dürfen nicht essen. Wenn das wirklich nur betäubt wird. Wie können wir das bestimmen? Das Tier wird gebolzt, du lässt das Tier 10 Minuten, Viertelstunde. Wenn das Tier wieder aufsteht, auch wenn er verletzt ist, aber wenn er wieder aufsteht, das bedeutet, das Tier wurde nicht getötet, dann heißt das Bolzen tötet nicht das Tier. Da kann man schlachten und essen. Wenn natürlich der Schlachter Jude, Christ oder Muslim ist. Nur. Bismillah hat er nicht gesagt, dann sagst du selber Bismillah und du kannst essen. Wenn das Tier aber getötet wird durch Bolzen oder durch diese Strom, oder die schlagen das manchmal auf den Kopf hier, wenn das getötet wird, dann ist das getötetes Tier und dann ist das gegen das Gebot im Islam, dass man dieses Tier oder das Fleisch von diesem Tier essen darf. Deshalb sollen wir hier aufpassen. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Das heißt, man muss
hier die Sache genau bestimmen. Was heißt Ihsan für uns, wenn wir ein Tier schlachten wollen? Das heißt, messerscharf, mit Namen Allahs schlachten, schnell und gut, dass das Tier Ruhe bekommt, dass das Tier ausblutet. Und subhanallah, schaut mal, wie das schön ist im Islam. Wenn man die Halsschlagader des Tieres schlachtet, dann wird sofort von zentralen Nervensystem, da werden die Signale kommen, das Tier braucht Blut, Blut, Blut. Und was passiert? Dann kommt das ganze Blut raus. Deshalb, da hast du kein Blut mehr. Aber schau mal, diese Tiere, die erstmal geschlagen werden oder getötet werden und dann wurden sie geschlachtet. Schau mal, wie das Fleisch ist und wie die verkrampft sind und subhanallah. Deshalb, wir sagen, wir sind bereit für eine unabhängige Untersuchung von Experten und von Medizinern und von Leuten, die mit diesem Thema zu tun haben. Aber diese Lobbyisten, natürlich, wenn wir Lobbyisten islamischer Seite haben, dann werden sie sagen, das ist das Beste. Und wenn wir Lobbyisten Gegenseite haben, dann werden sie das sagen, das Beste. Das ist das Unabhängige. Unabhängige Gremien, diese unabhängige Gremien, die untersuchen das wissenschaftlich. Und dann sehen wir, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir haben nicht so befürchten, weil wir sowieso wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala recht hat und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit gesprochen hat. Und nochmal, das heißt nicht betäuben, das heißt, dass wir nicht dürfen. Doch. Aber unter dieser Bedingung, dass das Tier nicht getötet wird. Und das ist das Hadith allgemein. Mit allen anderen Themen, Barakallahu fikum, mit Töten und so weiter, das ist nicht unser Thema, weil wir sowieso das nicht machen dürfen. Und das ist nicht Thema für normale Leute, sondern das ist ein Thema für Richter und für Staaten und für Gesetzgeber und so weiter. Und das ist Barakallahu fikum. Aber ich sage nur etwas. Man darf nicht Leichen schänden. Und man darf nicht mit Schädeln von Verstorbenen spielen. Und man darf nicht mit Kindern, die getötet worden sind, sich posieren und fotografieren lassen. Ne? Das darf man nicht. Deshalb diese Leute, die den Islam kritisieren, bevor sie den Islam kritisieren, dann sollten sie erstmal sich reinigen und dann sollten sie das Verbrechen erstmal verurteilen, was im Namen der Gerechtigkeit passiert und der Menschenrechte. Und wir sehen heute die Bilder. Alhamdulillah, wisst ihr, ich meine, vor 20 Jahren könnte man diese Bilder nicht sehen. Wir hatten kein Facebook, kein YouTube. Und wir hatten auch keine Daily Motion und so weiter. Wir hatten das nicht gehabt. Aber heutzutage haben wir. Und die Bilder bleiben nicht sozusagen unter Dach und Fach und keiner weiß, was los ist. Aber wir haben doch die Bilder heute gesehen. Man sagt ja, wir wollen Gerechtigkeit schaffen. Und wir müssen. Man verlangt von uns Muslimen immer, dass wir Gewalt abschwören. Okay, habt ihr aber Gewalt abgeschworen? Wir schwören Gewalt ab. Wir sind gegen Gewalt. Wir sagen friedlich, friedlich. Das haben wir bewiesen doch. Jetzt in den muslimischen Ländern, die haben das gewiesen, die Völker. Okay, aber diese Leute, die von uns verlangen, dass wir Gewalt abschwören, haben sie das gemacht? Oder die sind Bevorwörter von Töten von Kindern und von Frauen. Und wenn was passiert, da sagen sie, ein technischer Fehler. Technischer Fehler. Technischer Fehler, nein, das war nicht gemeint. Nein, wir haben, aber wer ist verantwortlich für diese 140 Menschen, die getötet waren bei Hochzeit in Afghanistan? Und wer ist bitte zuständig und verantwortlich für die 370 Leute, die in der Bunker in Bagdad getötet worden sind? Und wer ist bitte verantwortlich für diese Leute, die in unseren Augen heute, wir sehen das alle, wie sie getötet werden in Syrien und Libyen und anderen Gebieten?
Wer ist verantwortlich für diese Leute? Wer ist verantwortlich für die halbe Million Bosnier, die geschlachtet worden sind, und für die 300.000 von Tschetschenien? Das ist alles Weltfrieden. Entschuldigung, das ist Extremismus, Fundamentalismus, Salafismus. Salafismus ist das. Nee, nicht Wahhabismus, Wahhabismus. Wah. Möge Allah uns bewahren. Deshalb sage ich, Barakallahu fikum, Alhamdulillah. In unserer Region, wir müssen immer gut sein. Und wir versuchen, das heißt nicht, dass wir gut sind. Wir versuchen, gut zu sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen. Nochmal, Barakallahu fikum, das Hadith. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم und glaubt nicht alle Lügen die über die Muslime verbreitet werden diesbezüglich, weil wir Muslime, Alhamdulillah, Leute sind, die wissen, Allah sieht sie. Allah sieht sie. Und wenn sie das wissen, dann werden sie normalerweise niemals Schlechtes tun. Aber dass wir schwarze Schafe haben, dann gibt es überall. Und das ist keine Rechtfertigung, sondern das ist eine Tatsache. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Na. Na. Darf man dieses Hadith verwenden als Beweis? Natürlich, das ist mit Sicherheit. Weil wenn du das Tier, das Leben eines Tieres beendest, das könnte, man sagt dir für das Tier, du hast das Leben beendet, aber sei sicher, das ist besser für das Tier. Sowieso. Ja, 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 Al-Ihsan ist in allen Taten. Ja. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى سورة النحل استس دس دي آية 90 من سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 90 وإياك بدي شو نعم bei Grenzen, bei Kühen, also kann man da die Gurgel umdrehen oder muss man unbedingt mit einem Schaf machen? Nein, das stimmt nicht. In Europa wird meistens geschlachtet. Ja, aber nicht Hühner. Doch, auch Hühner werden geschlachtet. Aber hier, wenn die Hühner schlachten, die haben zwei Methoden. Du meinst die normalen Lands, das wird die Schäfer und sowas, oder du meinst jetzt in Industrie? Zum Beispiel privat. Die nehmen die Hühner, ja, und der nimmt das in der Hand und der macht die Flügel aufeinander so, dass sie sich nicht bewegt und er fängt an so zu drehen, bis das ohnmächtig wird und dann schlägt er mit dem Axt, tack. Achi barakallahu fik im Islam ist so, du nimmst Hals nach oben ein bisschen, nur ein Messer, sage ich jetzt, Stich und das ist alles. Und bei Wild zum Beispiel. Also, ich bin ein leidenschaftlicher Reh und Hirsch. Ja, pass auf, nicht, dass sie dich erwischen, dann hast du ein großes Problem. Wie muss das Wild gefangen werden? Das ist nicht unser Thema, weil ich noch nicht wirklich auf diesem Kurs war. Jäger, ich meine, hier in Deutschland gibt es bestimmte, du meinst jetzt allgemein oder hier in Deutschland? Allgemein, weil hier in Deutschland wird ja... Ja, wenn du schießen kannst, aber pass auf, wenn du Schein bekommst, dann bist du morgen hier in Karlsruhe. Auf jeden Fall, Achi Barakallafik, wenn du schießen kannst, dann kannst du auf das Tier sagen, Bismillah und schießen, dann kannst du, wenn du das erreichst und das ist am Leben,
Dann kannst du schlachten. Wenn das getötet wird und das war dein Schuss, dann kannst du das essen, weil das Said ist, das ist Jagd. Mashallah alaik. Allahumma barak. Na. So schnell, je schneller, professioneller beim Schächten eines Tieres ist besser. Das heißt, wenn dein Messer wirklich, wenn du das nur drauf tust, dann ist das geschlachtet. Und versuch nicht deinen ganzen Kopf wegzumachen. Ja? Lass das. Ja. Kein Problem, wenn du Bismillah, Allahu Akbar sagst. Ich meine, ich wollte nicht jetzt über alle Regeln sprechen. Die Regel ist allgemein beim Schächten, das Tier tust du in Richtung von Qibla, du befestigst das Tier, du nimmst das Hals, sagst Bismillah, Allahu Akbar, tak, khalas. Ich habe eine Frage Richtung, wenn man Richtung Kaaba das Tier liegt, wie soll das sein? Ich stehe Richtung Kaaba und die Tier... Das Tier mit dem Kopf in Richtung Kaaba. Seite, ja, an der Seite in Richtung Kaaba mit dem Kopf. Das ist kein Problem. Ich meine, das ist nur etwas Zusätzliches. Wenn du das auch nicht machst, dann brauchst du das nicht. Wallahu a'lam. Habe ich richtig verstanden? Es ist nicht verpflichtend, dass es Richtung... Nein. Es gibt keine Verpflichtung, dass das Tier in Richtung Kaaba ist.